Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Über diesem Gründonnerstag steht diese eine große Frage des Judas: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Ist das nicht vielleicht auch meine Frage manchmal? Auch wenn ich sie nicht so direkt stelle, suche ich nicht überall Frieden, Bestätigung, Kraft, außer bei Jesus? Ist das nicht im Grunde genommen auch immer wieder ein Verrat, wenn ich mich von Jesus abwende und das, was nur er geben kann, ich an so vielen anderen Stellen suche? Was ist es, was ich bekomme, wenn ich mich von Jesus abwende? Am Ende gar nichts. Und doch finde ich nicht die Kraft, mich so konsequent und so radikal auf Jesus einzulassen, dass mir alles andere in dieser Welt egal sein kann. Ich kann mich nur demütig vor Jesus hinstellen und ihn bitten: Herr, ich weiß, dass nichts in der Welt mir das geben kann, was ich von dir bekomme. Mit diesem Verrat, mit dieser Ambivalenz im Leben muss ich zurechtkommen. Und ich weiß und glaube, dass ich sie Jesus anvertrauen darf, dass er um die Brüchigkeit des Lebens aus dem Glauben weiß und dass er uns trotzdem nicht allein lässt. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, du weißt um unsere Schwachheit. Du weißt darum, dass wir an so vielen Stellen Verrat üben und überall suchen nach Leben, nach Bestätigung, nach Erfüllung, nur nicht bei dir. Nimm uns auch an diesem Abend der Dunkelheit, der Stille, der Angst und der Trauer an die Hand und hilf uns mit dir, durch die Dunkelheit den Weg ins Licht des Lebens zu finden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.